Hallo und herzlich willkommen bei der Pfuscherbude. Wir spielen heute City Skylines. Hier ist unser Stadtgebiet. Mit ein paar geringeren Rohstoffen, aber gut fruchtbarem Boden und etwas Wald. Die Karte, die wir hier spielen, ist Schwarzer Wald. Ja, wir Heimat verbunden, spielen wir natürlich etwas Deutsches. Ich habe das Spiel bisher noch nicht sehr oft spielen können, obwohl ich es sehr cool finde. Ich habe bisher leider erst eine größere Stadt errichten können, deswegen bin ich wahrscheinlich auf eure Hilfe angewiesen. Ich werde auch nicht alles super perfekt und richtig bauen. Deswegen bin ich auch für jeden Tipp dankbar, den ich bekommen kann. Wir gucken uns erst einmal kurz an. Okay, das können wir uns noch nicht angucken. Dann bauen wir doch erstmal eine Straße. Was haben wir hier Neues? Anhebungsschritt. Okay. Das Spiel ist für mich jetzt erst wieder interessant geworden, da ich gesehen habe, dass das Patch 1.1 rausgekommen ist. Und da habe ich gedacht, guckst du doch mal rein und nimmst das gleich auf. Okay, so jetzt haben wir schon mal eine Straße. Das ist doch super, jetzt dürfen wir auch Strom- und Wasserversorgung errichten. Aber wir werden vorher etwas anderes machen, und zwar unsere Straßen erweitern. Am Anfang nicht zu viel, das habe ich schon mal lernen dürfen, da hat man sonst kein Geld mehr für Wasser- und Stromversorgung. Was haben wir denn hier? Ein Stein. Okay. Den Stein kann ich planieren lassen, auch schön. So, kümmern wir uns doch mal um Stromversorgung. Wir sind die totalen Öko-Freaks und bauen natürlich erstmal Windturbinen statt diesen verschmutzenden Kraftwerken, die außerdem viel mehr kosten. Lärmbelastung. Dafür erzeugen sie mehr Energie, aber wir bauen doch hier eine grüne Stadt. Und sollen wir mal hier vielleicht hier außen. Es ist angebrachter. Wollen wir mal drei Stück für den Anfang. So, beim Wasser ist natürlich, braucht man Zulauf und einen Ablauf. Beziehungsweise natürlich eine Wasserpumpstation. Mit diesen Wassertürmen habe ich selber noch gar nicht so oft gearbeitet, muss ich sagen. Könnte man allerdings jetzt mal probieren. Wassertürme stellen sich solchen Gebieten eine Wasserquelle zur Verfügung, in denen keine Wasserpumpstation gebaut werden kann. Wird ein Wasserturm auf verseuchten Boden gebaut, wird das Wasser kontaminiert. Okay. Benötigt auch ein Abwasserrohr. Der kostet 240 pro Woche, die Pumpstation ebenfalls. Der Turm kostet jetzt 1000 mehr. Man kann auch nur die Hälfte der Fördermenge dieser Wasserpumpstation aufnehmen. Okay, dann bauen wir die Pumpstation ganz einfach mal hier oben hin. Direkt zum Strom. Zack. Und den Ablauf müssen wir natürlich stromabwärts setzen, dass wir kein dreckiges Wasser ansaugen. Verbinden den Spaß erstmal mit einer Rohrleitung. Zack. Von der aus können wir jetzt unser Gebiet versorgen. Bauen erstmal hier hinten Wohngebiete hin. Das war zu wenig. So. Das Wohngebiet. Können wir hier großzügig. Industrie kommt dann hier hin. Das erstmal so, um die kleine Grundversorgung herzustellen und ein bisschen Geld eintreiben zu können. Und dass wir dann größer bauen können. Ich habe selber jetzt noch keinen Plan, wie die Stadt dann insgesamt aussehen soll oder irgendwas. Also das
überlasse ich komplett dem Zufall. Also, ja, in gewisser Weise wird es schon geplant, ist logisch, aber... Ne, also ich plane jetzt ja nicht jeden Quadranten vor und gucke dann, dass dann ja alles von Anfang an stimmt. Ich werde also die Stadt öfter mal umbauen müssen. Lassen einfach mal die Zeit laufen. Die Stadt heißt natürlich passend zu unserem Kanal Forscherbude, ja, anders wäre natürlich doof. Ich glaube, wir können es ein bisschen schneller machen, das Ganze. Sehen wir, unsere Bilanz ist natürlich grottenschlecht. Ich halte nochmal das Spiel kurz an. Und da können wir hier nochmal an dem Budget etwas rumdrehen. Zwar brauchen wir jetzt, wie wir sehen, noch gar keinen Strom, erzeugen aber 24 Megawatt. Also setzen wir doch einfach mal erstmal die Leistung auf 50%. Genauso vom Wasser, da sieht es noch besser aus mit der, mit der Abwasserführung und der Verfügbarkeit überhaupt. Okay, lassen wir mal weiterlaufen. Und gucken mal, hier sehen wir die ersten Siedler kommen zu uns. Gucken wir doch gleich mal, ob alle mit Strom sind, alle versorgt, super. Wasser haben wir vergessen. Ja, gut, dass ich nochmal angehalten habe. Und setzen wir einfach mal hier eine Wasserleitung. Da. Und... weigen hier nochmal ab. Okay. So, jetzt haben alle einen Anschluss. Und wir haben schon die ersten 36 Einwohner. Hey, super. Die Zahl steigt rapide und sie sind alle glücklich. So muss das sein. Gucken wir mal nach unserem Stromverbrauch. Solange wir noch keine Industrie haben, ist ja noch human. Das Wasser ist auch noch sehr entspannt. Jetzt baut sich die erste Industrie auf. Könnte es dann bald mit dem Strom eng werden. Gehen wir da schon mal auf 80%. Ich muss... Ne, hier haben wir jetzt genügend Strom zur Verfügung erstmal. Die Wasserversorgung sieht auch sehr gut aus. Hier sind die Fahrzeuge unterwegs. Sehr schön, die Leute ziehen ein. Und wir haben Nacht. Super. Gucken wir doch mal, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Ich hoffe, man kann noch was sehen in der Aufnahme. Es ist schon ziemlich dunkel. Herzlichen Glückwunsch, wir haben einen kleinen Weiler. Ja, Bevölkerung erreicht 320, das ist schön. Geht voran. Und jetzt können wir Steuern und Darlehen einführen. Neue Dienstleistungen, Müll, Gesundheitswesen, Bildung und haben jetzt Grundschule, Arztpraxis und eine Mülldeponie zur Verfügung. Als nächstes wird dann unser kleiner Weiler zu einem würdigen Dorf, ja, wenn wir 650 Einwohner haben, dann können wir das Gebiet sogar erweitern, können Stadtviertel errichten, Feuerwehr und Polizei bekommen wir. Okay, das ist also das nächste Ziel, 650 Einwohner, machen wir mal weiter und pausieren das Ganze kurz, um einmal zu gucken, was wir alles haben. Strom sieht gut aus, Wasser auch noch. Müll hat man natürlich Betrag niedrig, das ist alles noch sehr gering, aber irgendwann brauchen, produzieren ja alle mal Müll. Bildung ist unter aller Sau, ja. Und die sind 100% ungebildet, die Leute, ja, also die dummen Stadt hochziehen. Und da bauen wir doch einfach mal eine Grundschule mitten rein. Die grünen Straßenzüge zeigen uns immer, wohin die Schule überhaupt reicht. Wahrscheinlich das Wohngebiet erstmal in diesem Bereich erweitern werden. Es ist eher sinnvoll, die Schule hier ans Ende zu setzen. Und einfach mal hier den ganzen Block insofern zuzumachen, dass wir
eine Verbindung bauen. Müssen wir natürlich jetzt die Industrie abreißen. Und das nochmal so. Für den Moment soll das erstmal genügen. Wir können gleich hier Stadtgebiet erweitern. Dürfen natürlich Leute wohnen im Wohngebiet. Wäre sinnvoll. Und dann hätten wir die Bildungslücke gefüllt. Kapazität haben wir 300 Schüler. Bisher sind 108 Leute berechtigt, in die Grundschule zu gehen. Können wir uns nochmal unser Steuermodell angucken. Ja, Bildung ist nicht so wichtig. Gehen wir erstmal runter hier. 80%. Lehrer kriegen genug Kohle. Und Darlehen brauchen wir noch keins zum Glück. Und Wohngebiet können wir besteuern. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Ich glaube 13% waren so optimal. Machen wir mal 14. Und bei den Wohnsiedlungen, das lassen wir auf 12. Kommt eh weniger Geld rein als bei der Industrie, denke ich. Sieht's mit der Lärmbelastung aus. Okay, hier unser Windpark ist natürlich extrem laut. Industriegebiet ist auch ziemlich laut. Lassen wir einfach mal weiterlaufen. Nacht ist wirklich schlimm, oder? Also bei Nacht, man sieht extrem wenig, muss ich jetzt mal so sagen. Hier fehlen schon Mitarbeiter, das heißt, neue Häuser müssen her. Werden auch fleißig gebaut. Gucken wir mal, was das Gesundheitswesen macht. In der Arztpraxis. Ja, braucht ebenfalls kein Mensch. Oh, warte. Hier fehlt Wasser. Wasser. Braucht ebenfalls kein Mensch. Ja, das ist... Sollen wir doch die 3 Meter hier zum Fluss gehen oder soll ich einen Weg bauen? Ja? Wasser holen kann sich doch jeder. Spackos, ey. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Arztpraxis. 10.000. Ja, wir haben die Kohle. Setzen wir mal her. Dann geht es den Leuten besser. Wenn die einmal dabei sind, können wir auch für 4.000 noch eine Mülldeponie bauen. Und die Mülldeponie setzen wir allerdings etwas außerhalb der Stadt. Kurz nach dem Strom, das sieht gut aus. Und die Mülldeponie. Wird das mal hier hingesetzt. Ein bisschen das Land verseuchen. Und dann gucken wir erstmal Kapazität. 8 Millionen, was sind das Einheiten pro Woche? Okay. Sorry, wenn ich hier dauernd das Spiel anhalte, aber das ist so der Spielstil, den ich verfolge. Ich habe lieber alles dreimal kontrolliert, als dann irgendwo ein Problem vorzufinden, was dann schwierig lösbar ist. Die Schule ist bald voll. Okay, Wohngebiete sind sie zufrieden. Industriegebiet ebenfalls. Lässt sich doch schon mal gut an, das Spiel. Exportieren tun wir noch nichts. Und wo will ich jetzt hier die Steuern? Wollten wir uns nochmal angucken. Vom Arzt. Genau, Gesundheit. Heilungskapazität 100 und kranke Bürger haben wir 0. Deswegen kann der Arzt getrost etwas weniger Kohle kriegen. Tags wie nachts. Müll haben wir auch noch nicht so hoch. Nachts wird weniger Strom verbraucht. Zumindest ist es bei uns in Deutschland so. Deswegen drehen wir das mal ab. Schule können wir so noch ein bisschen höher nehmen. Da haben wir mehr Kapazität. Und lassen das Ganze mal weiterlaufen. Ich denke mal, wir haben unser Ziel von 650 Einwohnern waren es auch bald erreicht. Und dann können wir weitermachen.
Wie ihr seht, geht es hier allen Bürgern wirklich blendend. Die allgemeine Zufriedenheit ist bombig. Und, oh, die Sonne geht auf. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Die Bäume, die Schatten der Bäume sind wirklich etwas zu groß geraten, aber sonst schöne Sache auch hier über dem Wasser. Nicht schlecht gemacht. Muss man schon zugeben. So, wir haben ein würdiges Dorf. Sehr schön. Zweites Darlehen brauchen wir erstmal nicht. Viertelspezialisierung, Dienstleistung, okay. Jetzt gehen wir Stadtviertel bestimmen, für die wir einzelne Richtlinien festlegen können. Feuerwache und Polizei können wir bauen. Was? Okay, das ist erstmal uninteressant. Und als nächstes können wir zur winzigen Kleinstadt voranschreiten. Da brauchen wir 1000 Einwohner. Landschaftsbau. Ach, dann können wir Erhöhung und Senkung bauen. Parks und Plätze. Neue Richtlinien festlegen. Neue Straßen bauen. Kanäle. Oh, Kanäle, das ist mir auch neu. Das ist erst im neuen Patch 1.1 hinzugefügt worden. Oder 1. Also egal, im neuen Patch halt. Und die Bildung können wir weiter erhöhen. Das ist sehr schön, dass wir ja nicht dumm sterben müssen. Aber das alles, wenn wir 1000 Einwohner haben. Deswegen kümmern wir uns erstmal jetzt um unsere 650 Hanseln. So eine schöne Smogglocke schon drüber, oder? Ja, lecker. Schön. Wunderbar. Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Wohngebiet, wie uns hier suggeriert wird. Deswegen kümmern wir uns erstmal darum. Und dafür reißen wir diesen Masten weg. Und setzen hier was ran. Die Jungs hier werden natürlich unzufrieden, weil wir hier bauen. Ja, die sollen sich nicht einkacken. Schließlich gibt es neue Nachbarn. Nette Nachbarn, mit denen man sich streiten kann. Auf. Ja, mit was auf, streitet man sich denn mit seinen Nachbarn so? Ja, wer den Rasen mäht, Bäume fällen lässt und was weiß denn ich. Ich habe zum Glück sehr ruhige Nachbarn, also die Leute, die über mir wohnen, die Kinder sind etwas lauter. Wohngebiet. Schön. Können wir noch eine Straße bauen. Markieren wir uns das mal als Wohngebiet. Und sagen mal, etwas Strom können wir lieber noch von hier holen, wie das unsere Wursteln hier beleidigt sind, dass sie kurz keinen Strom haben und ausziehen. Das wollen wir natürlich nicht. Wasserversorgung ist gegeben, deswegen lassen wir es mal weiterlaufen. Gucken noch mal kurz nach dem Strom. Das sieht knapp aus. Da können wir das etwas erhöhen. Mal 100%. Ungefähr. Nachts machen wir 90. Huch, Entschuldigung. Und sagt das Wasser. Wasser sieht noch gut aus. Bildung ist auch prima. Mülldeponie. Kein Problem. Zufriedenheit. Oh, in den Wohngebieten ist nicht so pralle die Zufriedenheit. Woran liegt das? Gute Frage. Wie kriegen wir das raus? Indem wir hier mal drauf drücken. Die sind glücklich. Glücklich. Prima. Alles fein. Die sind nicht so. Die sind gerade eingezogen, deswegen wahrscheinlich nicht so toll. Das Ganze, wir können. Statue des Wohlstands. Ja, wir haben hier totale Wohlstand. Ist ja nicht ausgebrochen. Das könnt ihr schön vergessen. Kostet auch Haufen Kohle. Eine Shopping-Statue, ja. Die animiert zum Shoppen, oder was? Was noch wichtig ist, vielleicht wäre erstmal eine Feuerwehr. Polizei ist erstmal uninteressant. Ja, wir sind doch alles nette Leute hier. Die Feuerwehr muss natürlich ins Wohngebiet und in die Industriegebiete kommen. Deswegen ist die Platzierung etwas knifflig.
würde aber vorschlagen, dies hier zu bauen. Die Mülldeponie erreichbar. Das sieht eigentlich nicht verkehrt aus. Und das freuen sich alle darüber, ja? Haben wir doch richtig gemacht. Gucken wir doch erstmal kurz nach den Richtlinien. Wir können ein Stadtviertel entwickeln. Und zwar machen wir hier einfach mal ganz groß Wohngebiet. Und das Wohngebiet heißt nicht die Kirschhügel. Das ist viel zu langweilig. Das Gebiet heißt... Ja, wie nennen wir unsere Stadtgebiete? Nach Kindheitshelden, würde ich sagen. Und da fangen wir doch mal an bei... Stallone. Wird er so geschrieben? Ah, wenn hier jeder weiß, wen ich meine, nehmen wir Stallone als Wohngebiet. Können wir denn hier noch für Richtlinien festlegen? Stromverbrauch. Stromsparen ist wichtig. Jawohl. Verringert den Stromverbrauch moderat. $5 pro Gebäude. Okay. Rauchmelderverteilung ist interessant. Kostet ebenfalls 5. Stromverbrauch können wir auch mal interessanter gestalten. Was ist interessanter? Etwas moderater gestalten. Erweitern wir das hier noch das Stück. Gut. Nochmal als nächstes. Das war so. Und dieses Stück da. Zack. Das ist der Moorplatz. Nein, das ist dann Van Damme. Bauen wir auch Rauchmelder ein. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein dickes Industriestadtviertel. Erst einmal so. Und das nennen wir Statham. Also ob diese Leute also geschrieben werden, keine Ahnung. Seid mir da nicht böse. Ich denke, jeder weiß, wer gemeint ist. Bei Gelegenheit gucke ich auch nach, ob ich richtig geschrieben habe. Jetzt lassen wir unser Geld etwas nach unten gehen, wenn wir alle mit den Rauchmeldern und Stromzählern ausstatten. Das geht sogar ins Minus, das sieht irgendwie nicht so... Ah nein, es fängt sich wieder. Okay. Sehr schön. Bis jetzt sind alle glücklich. Was macht der Strom? Sieht gut aus. Wasser können wir langsam etwas andrehen. Gehen wir mal auf 70%. Was sagt die Bildung? Wird langsam eng. Erreicht aber eh nicht alle Wohngebiete. Ich pausiere noch mal kurz. Gucken wir mal, ob wir das hier mit in der Straßenbaumaßnahme verbessern können, indem wir den Anschluss herstellen. Ist jetzt alles sehr suboptimal gebaut hier, diese Straßeneinteilung. Geht deutlich besser. Aber wir sind erstmal hier für die zum Bau der Grundversorgung. Das sieht doch schon mal gut aus. Können wir der Schule noch etwas mehr Kohle zudrücken, dass sie hier mehr Leute aufnehmen können. Warte mal, Schule. Nachts brauchen wir doch keine Schüler und Studenten aufnehmen, oder? Wie ist denn hier die Unterteilung? Das ist mir Neugier. Ich werde das mal runterdrehen. Kann ich jetzt so noch nicht beurteilen. Wasser ist angedreht. Kapazität der Schule erhöht. Müll. Die sind noch ganz entspannt, die Jungs. Im Gesundheitswesen, ja, ein kranker Bürger, das können wir so lassen. Verkehr ist ganz entspannt. Hier vorne wird es langsam interessant. Da müssen wir uns demnächst was einfallen lassen, denke ich.
Feuersicherheit. Ist da vorne nicht so. Aber die Feuerwehr kommt doch ran, oder? Warte. Ja, von eher nee. Das ist scheiße. 12.000. Wir leisten uns einfach mal noch eine zweite Feuerwehr. Nehmen dafür das Budget etwas herunter. 65 klingt gut. Gucken wir mal weiter. Diebstahl. Kriminalitätsrate ist 13%. Polizeigebäude können wir nicht bauen, wenn es 100 Dollar fehlen. Euro, was auch immer. Credits. Und bauen wir doch einfach mal hier noch eine Polizeiwache hin. Jetzt haben wir erstmal ordentlich Geld ausgegeben. Freizeitaktivitäten sehen noch schlecht aus. Aber Parks und sowas kriegen wir erst später, deswegen lassen wir das Ganze erstmal so wie es ist. Was haben wir hier? Stadtviertel. Das ist ein neuer Reiter. Okay, gut. Wir haben 254 Kinder, 216 Jugendliche, 494 Erwachsene. Okay, wir lassen jetzt mal den ganzen Spaß weiterlaufen. Das sind so Statistiken. Gucken wir uns später mal an. Oh, jetzt habe ich hier das hochgedreht. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Winzige Stadt. Kleinstadt, ja, winzige Kleinstadt, super. Das bringt uns relativ wenig. Aber Parks und Plätze, so können wir die Freizeitgestaltung unserer Leute etwas erhöhen. Richtlinien. Rauchverbot, das ist sehr gut. Wir können die Bildung weiter anheben. Als nächstes gehen wir dann zur boomenden Kleinstadt, 1800 Leute. Da können wir dann Transport als neue Dienstleistung, und zwar den Bus freischalten. Das ist super. Dann geht es dann langsam an die Verkehrsplanung und an den geplanteren Aufbau der Stadt, sage ich mal. Zurzeit wollen wir uns erstmal nur etwas Geld. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das ging, dass ich hier die Ansicht wieder nach unten gedreht bekomme. Mit R habe ich so... Whoop, Zoom. Okay. Aha. Gucken wir doch mal kurz in den Steuerungen nach. Tut mir leid. Tastenbelegung. Hoch, runter, Ende. Was ist denn Ende? Ende. Haben wir hier Ende? Haben wir. Okay. Ah ja. Gut. So, was haben wir jetzt? Strom sieht noch halbwegs okay aus. Drehen wir einfach die monatlichen Kosten etwas höher. Dann, was sagt das Wasser? Wasser sieht super aus. Müll ist okay. Bildungsniveau ist okay. Arzt, das hat man ja gerade alles schon angeguckt. Deswegen gucken wir erstmal, wie sich die Stadt weiterentwickelt. So ein kleines Defizit im Gewerbegebiet haben wir zu verzeichnen. Etwas schneller bitte. Achso, gucken wir doch mal, wo wir uns hin entwickeln können. Das Sinnvollste ist natürlich in diese Richtung. Da können wir hier das neue Stadtgebiet perfekt planen. Und nehmen hier diese Landzunge als Geldscheffelanlage. Weil alles andere macht jetzt in dem Moment eher weniger Sinn, wenn man extrem bescheiden rankommt. Können wir uns hier die Rohstoffe anzeigen lassen? Ja. Ja, Ackerland, hier hätten wir dann etwas Öl. Ja, ich würde hier trotzdem dieses Feld bevorzugen. Was kostet der Spaß? 7.400 Investitionen in die Zukunft. Ich würde sagen, gekauft. Sehr schön. Machen wir mal weiter. Bim, bim. Sieht doch gut aus. Ein paar Freizeitmöglichkeiten können wir noch schaffen, da wir ja so viele Kinder hier im Gebiet haben.
Wäre sicherlich ein großer Spielplatz, sehr cool. Stromanschluss ist da jetzt nicht zwingend erforderlich für den Spielplatz. Sagen wir, bauen das hier einfach mal um. Und setzen den Spielplatz hier hin. Das sieht gut aus. Für die Industrie-Heinis brauchen wir noch einen kleinen Park. Vielleicht, da könnten die entspannen oder hier im Gewerbegebiet, wenn sie Pause haben. Ist vielleicht ganz nützlich. Und lassen wir mal weiterlaufen. Gucken wir mal, was der Tag so bringt. Also Gewerbegebiet brauchen wir auf jeden Fall. Einwohner nicht so, scheinbar. Erweitern wird auch einfach mal das Gewerbegebiet hier hinter. Die Straße wird erstmal nur von der Mülldeponie genutzt. Und erweitern wir das Stadtgebiet Van Damme etwas hier in diese Ecke. Und für das Stadtgebiet haben wir natürlich noch ein Rauchverbot einführen. Aha. Okay, so, jetzt haben wir wieder Nacht. Und jetzt werden Bürger gebraucht. In Massen. Strom wird langsam eng. Sollten wir vielleicht etwas aufrüsten? Eine weitere Windkraftanlage. Und dann müssen wir hier das Stadtgebiet nochmal erweitern. Eigentlich können wir doch die Stromversorgung ist jetzt hier rüber gedeckt. Können wir die Masten mal abreißen. Und dann die Stromversorgung für die Stadt gleich. Ach, die wird schon hier oben bezogen. Ich mach sicherheitshalber mal hier noch eine Verbindung. Ich traue dem Ganzen noch nicht. Und dann setzen wir hier einfach noch ein bisschen was ran. Und hier fehlt uns schon das Geld für. Schöner Scheiß. Dann nehmen wir mal ein kleines Darlehen auf. Ist eher weniger das Problem, denke ich. 20.000 kann man schon ein bisschen was anfangen. Fehlt die Wasserversorgung. Das können wir gleich ergänzen. Und hier kommt ebenfalls Wasser hin in unser neues erweitertes Stadtgebiet. Okay, Strom fehlt den Jungs hier hinten auch. Tja, guckt wie er kommt, ja. Ne, bauen wir natürlich hier noch eine Stromleitung hin. Und lassen das Ganze weiterlaufen. Ja, jetzt ist der Verbund sogar hier schon da, also können wir die auch wieder abreißen. Und das Darlehen hier leicht im Plus. Das sieht auch gut aus, obwohl das geringer wird, wie ich hier sehe. Ja, jetzt das schwankt etwas, okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Folge erstmal am Ende. Eine kleine Grundversorgung haben wir hergestellt. Unser wöchentliches Einkommen wächst einigermaßen. Das nächste Stadtgebiet haben wir schon klar gemacht, das kommt dann hier hin. Hier haben wir auch eine Zugverbindung, also können wir dann mit einer genaueren Planung beginnen und die Stadt sinnvoll erweitern.
Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.